Förde am Niederrhein. Hier lebt Gerda Pogadl. Probleme sieht sie viele, sprudelt über vor Ideen. Doch ein ganz besonderes Anliegen ist der 72-Jährigen wichtiger als alles andere. Ja, ich habe seit Jahren Rückenprobleme. Und wir haben sehr viele Tiere, da fällt viel Putzarbeit an. Und durch Hunde und Katzenhaare und alles muss jeden Tag weggewischt werden. Und ich kann mich eben sehr schlecht bewegen. Und dann habe ich mir so einiges ausgedacht. 2 Minuten Vogelkäfig reinigen. Viel mehr macht der Rücken der Rheinländerin nicht mit. Ihr größtes Problem? Fegen und Wischen. Denn mit ihrem Rückenleiden kommt sie nicht mehr unter die Möbel. Ja, ich komme hier nicht weiter drunter. Ich muss sonst die ganzen Möbel an die Seite räumen. Und da ja der Hund hier abends drin ist, muss ich jeden Tag die Hundehaare zusammennehmen. Müsste aber dann alles an die Seite räumen und das geht nicht. Gerda Pogadls Idee? Wenn sie sich selbst nicht mehr krumm machen kann, muss es eben der Wischer tun. Ja, ich habe hier Terraband gekauft, mir ein paar Besenstiele durchgesägt und dann versucht, ob die gelenkig sind. So, das Ganze ist mir aber noch zu weich. Dann habe ich das Ganze versucht mit Stahlfedern, die aber auch zu weich sind. Wenn vorne Gewicht dran kommt, zum Beispiel so ein Wischer, dann knicken die ab und sind nicht mehr zu führen. Danach habe ich dann Federstahl genommen und habe die hier drin eingebaut. Und das ist so, wie ich das haben möchte. Da komme ich jetzt überall mit runter. Das kann ich in jede Richtung knicken. Eigentlich eine ganz simple Idee. Und die scheint ziemlich gut zu funktionieren. Einfach ein bisschen Druck ausüben und der Stiel des Wischers biegt sich. So kommt Gerda Pogadl in jede Lücke. Und das komplett aufrecht. Für besonders schwere Fälle hat die Rheinländerin noch dieses Gerät gebaut. Ein Staubwedel. Ebenfalls mit biegsamem Stiel. Damit gelangt sie bis ins letzte Eck. Mit ihren Entwicklungen hat Frau Pogadl noch einiges vor. Ich suche eine Werkstatt, die das vermarktet und vielleicht weiter ausbaut. Ich habe seit 2,5 Jahren Gebrauchsnutzerschutz vom Patentamt. Gerda Pogadl möchte ihre Erfindung gern auf den Markt bringen. Aber genügt der neue Wischerstiel auch den Ansprüchen von Profis? Im nahegelegenen Pflegeheim St. Marien in Haldern putzt tagtäglich Nicole Schiebold mit einem klassischen Wischer. Frau Pogadl will es auf einen Test ankommen lassen. Hallo, ich komme dir jetzt helfen. Oh, das ist schön. Ja, ich will mich nicht so tief bücken, wie du das musst. So, wo du runter musst, kann ich das so machen. Alt gegen neu. Die beiden probieren es aus und putzen in 2 nebeneinander liegenden Zimmern. Beide sind ähnlich eingerichtet, haben die gleichen Problemstellen. Wie schlägt sich der neue Wischerstiel im Vergleich zum alten? Für einen fairen Vergleich platzieren wir in beiden Zimmern etwas Dreck. Finden beide alle Flecken und wie schnell? Na, dann wünsche ich dir viel Spaß, aber ich schwöre ja auf meinen Wischer. Aber meine Erfindung ist bequemer zum Putzen. Das sehen wir dann. Profi Nicole Schiebold ist erstmal klar im Vorteil. Sie putzt täglich viele Stunden, muss sich aber ganz schön krumm machen. Ja, das ist wohl so. Sonst kommt man ja gar nicht richtig in die Ecken, weil die Zimmer so voll stehen, dass man sich dann schon richtig mal strecken und bücken muss, um auch an alles heranzukommen. Und das kostet nicht nur Kraft, sondern auch Zeit. Wie sieht es im Nachbarzimmer aus? Erfinderin Gerda Pogadl lässt es ruhig angehen und putzt mit geradem Rücken. Erwischt sie mit ihrer Erfindung jeden Dreckfleck? Sieht gut aus. Der Kaffeefleck ist weg. Genauso die Hundehaare. Und sogar die Asche im hintersten Eck ist für den biegsamen Wischer kein Problem. Schneller als die Profi-Reinigungskraft ist Gerda Pogadl zwar nicht, aber die ist auch ein ganzes Stück jünger und routinierter. Na, wie weit sind Sie? Also ich bin ja schon fertig.
Ja, bei mir dauert das ein bisschen länger, aber dafür ist das rückenschonender. Ja, das möchte ich gerne auch mal ausprobieren. Dann tauschen wir doch mal. Ja. Ja, das stimmt wohl. Man muss sich gar nicht mehr so tief bücken. Muss man sich auch dran gewöhnen. Man bückt sich ja schon automatisch. Aber das ist ja echt eine coole Sache. Die Fachfrau ist begeistert. Also das ist echt eine tolle Erfindung. Finden wir auch.